Also sicherlich im Bereich der MEM-Industrie, der Optoelektronik. Das sind Bereiche, wo sie besonders stark sind, gerade auch im Rheintal kennt man ja die Firmen, die dort auch vertreten sind und dort entsprechend führende Positionen auch im globalen Wettbewerb einnehmen. Darüber hinaus äußert sich das natürlich dann auch in einem gewissen Fokus auf rein inkrementelle Innovationsvorhaben bei den Unternehmen. Das heißt, man macht kleinere Anpassungen am Produkt oder Prozess oder am Service, die natürlich mit entsprechend geringerem Risiko und Investitionsvolumen verbunden sind. Was aber auch heißt, dass man die gerade radikaleren Innovationsthemen doch eher zurückstellt, was natürlich mittelfristig oder langfristig die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen oder auch der Region dann natürlich schmälern kann. Es gibt viele verschiedene Innovationsangebote in der Ostschweiz, die für die Unternehmen zum Teil nur noch schwierig zu überblicken sind. INOS wurde deswegen initiiert, um einerseits Transparenz zu schaffen, andererseits eben das bestehende intelligent zu bündeln und gemeinsam interkantonal neue Angebote für die Unternehmen zu entwickeln, die deren Bedürfnisse noch besser adressieren. Und das Netzwerk mit der gesamten Power an Fähigkeiten, Kompetenzen aus Wissenschaft und Industrie soll so transparent gemacht werden, dass die Unternehmen einfach und schnell ihre richtigen Partner für ihre Innovationsvorhaben identifizieren können. Die HSG spielt natürlich eine entscheidende Rolle auch in dem Innovationsnetzwerk Ostschweiz. Einfach dadurch, dass neueste Erkenntnisse aus Wissenschaft direkt wieder auch in die Industrie zurückfließen können. Und das ist natürlich ein enormer Beitrag, den dann auch die HSG für die Region an sich leistet.